Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute geht es um den zweiten Teil von dem Katzbalger. Und zwar werden wir den heute pinseln, dass der ein bisschen Farbe kriegt. Dann fangen wir jetzt erstmal an, das Ganze mit Schwarz zu pinseln. Also Leute, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir an. Erstmal wieder schwarz, so das Übliche. Kennt ihr ja wahrscheinlich schon so ein bisschen, wenn ihr schon ein paar meiner Videos gesehen habt. Wieder mit Latex. Dann fangen wir mal wieder an und geben erstmal die erste Schicht schwarz drauf. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness. So Leute, erste Schicht schwarz ist jetzt drauf. Dann machen wir noch so, naja, mal gucken, so 6, 7 Schichten, je nachdem, mal gucken. Drauf, dann kommt die richtige Farbe, Topcoat. Und dann sehen wir uns wieder. Sobald dann die ersten, naja, sobald alle Schichten schwarz drauf sind. So Leute, und zwar, ich habe jetzt schon ein bisschen was vorgemischt. Und zwar Latex mit ein bisschen Silber drin. Weil das Ganze ist nach Wunsch, dass das halt wieder so metallisch werden nur soll. Ich hätte jetzt gern das Kreuz vielleicht ein bisschen mit Gold gemacht. Oder Messingfarben. Aber wenn das halt nicht gewünscht ist, dann halt nicht. So, dann gucken wir mal. Wird jetzt erstmal nicht so ganz deckend drüber gehen. Will dann mit dem Schwamm ein bisschen tupfen diesmal. Ich will das Metall nämlich noch ein bisschen dunkler stellenweise haben. Deshalb halt nicht so dick drauf machen. Damit ich dann schwarz sie nachher dann noch ein bisschen mit Silber drüber gehen kann. Wenn es zu viel ist, immer so ein bisschen abtupfen. Wie gesagt, ich will diesmal relativ versuchen, dünn drauf zu machen erstmal. Weil das halt erstmal vom Grundmetallton halt ein bisschen dunkler haben will. Und wenn das Schwarz halt noch ein bisschen durchkommt, dann habt ihr da doch ohne da groß irgendwie ein bisschen rumfärben müssen. So, schauen wir mal. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. Bei dem Kreuz immer gucken, wenn ihr so Vertiefungen habt, am besten immer so ein bisschen nur leicht drüber tupfen, damit dann so das Schwarz quasi in den Rillen drin bleibt, damit das dann später ein bisschen mehr Konturen kriegt. Dann sieht das ein bisschen hübscher aus. Nur so als Tipp. So, das Ganze ist jetzt soweit erstmal drauf. Wie ihr seht, ist relativ dunkel. Ich habe so ein bisschen glitzerndes Silber genommen. Das ist schön am Reflektieren in der Sonne. Und dann kommt gleich nochmal so ein bisschen Acrylsilber drüber, dass das Ganze noch ein bisschen metallischer aussieht. Aber das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen und dann gucken wir gleich weiter. So Leute, das Silber ist jetzt soweit trocken. Ist jetzt, wie ihr seht, relativ dunkel geworden. Wie gesagt, wenn man relativ dünn nur drauf tupft, dann kommt das Schwarz besser durch noch. Dann ist das erstmal relativ dunkel. Dann kann man dann nachher mit dem Silber, wenn man das dünn drauf bürstet, schönere Effekte erzielen. Also, finde ich auf jeden Fall. Nehmt euch wieder einen Matratzenschwamm oder irgendeinen Küchenschwamm. Gucken, dass er das gut abtupft, dass da nicht so viel drauf ist. Und dann wieder so ein bisschen immer drüber bürsten. Ich
Ja, eine Spitze hat er da am Anfang ein bisschen zu dick, glaube ich, drauf gemacht. Sieht man. Da hätte ich ein bisschen dünner machen sollen. Aber weiter hinten sieht es eigentlich ganz gut aus. Und dann immer so ein bisschen vorarbeiten. So ganz dünn drüber bürsten. Bis so ist, dass es einem gefällt. I've been dreaming on in my head, like I've seen it. A life worth living is a life. So Leute, es sieht zwar irgendwie ein bisschen langweilig aus von der Farbe, weil es halt nur Silber ist, aber ich denke mal, das ist so okay. Ist ja gewollt, dass es so schlicht aussieht. Noch ein, zwei Stellen so ein bisschen mal drüber gehen. Ja, ein bisschen Farbe hier drauf. Kann man nochmal so ein bisschen was vorstellen, nachgehen. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. Und dann kommt da der Topcoat drauf. So Leute, das Metall und Silber ist jetzt alles soweit trocken. Dann fangen wir jetzt mal an und machen Klarlack drauf. Dann nehmen wir wieder den matten von Flexi Paint. Wie gesagt, scheint gut zu funktionieren auf dem Latex. Und es glänzt halt nicht mehr so schlimm. So. Gehen wir wieder hin, machen eine vernünftige Schicht drauf. Und dann lassen wir das Ganze dann trocknen. Dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn das Ganze schon mal drauf ist. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen trocknen wieder. Dass der Klarlack trocken ist und dann kommt das Leder nicht. So Leute, der Klarlack ist jetzt trocken. Dann fangen wir jetzt mal an. Und machen den Leder an den Griff. Und zwar habe ich schon mal so einen Streifen vorbereitet. Doppelseitiges Klebeband. Nachher zum Tönen hier von Lederkram, Antique Finish. Handschuhe nicht vergessen. Und einen kleinen Schwamm. So. Dann fangen wir erstmal an. Wir machen erstmal das Fliegengitter dran. Fliegengitter. Das doppelseitige Klebeband meine ich natürlich. Irgendwie bin ich heute nicht so ganz dabei, Leute. Weiß ich nicht. So. Schauen wir mal. Das ist immer wieder eine Frickelei. Scheiß Anfang zu finden bei den Dingern. Ist aber auch, weil ich meine Fingernägel immer abschneide. Also ziemlich kurz. So, mal schauen. Bei dem Griff brauchen wir nicht so viel. Zwei, maximal drei Streifen sollten reichen. Zwei reichen dafür. Anfang haben. So. Dann nehmen wir wieder, haben wir das hier ein bisschen angeschrägt. Legen wir das hier an. Und dann fangen wir von unten immer an. Und zwar hat das den Grund, das zeige ich euch gleich. Das ist dann quasi, weil man ja immer beim Greifen so greift.
dann kann das sich nicht so aufrollen. Hätte ich vielleicht schon früher mal klären sollen, aber besser spät wie nicht. So, dann immer gucken, dass das so halbwegs gleichmäßig ist, von der Kante her. Kann man dann auch immer so ein bisschen mal mit dem Daumen so ein bisschen nachgehen. Sieht danach auch ein bisschen hübscher aus, wenn das so ein bisschen angedrückt ist. Dann kommt diese Kante ein bisschen besser zur Geltung. So, jetzt gucken wir mal. Schneiden wir wieder eine Schräge rein. So. So. Ein Stück mal ein bisschen abgedampft. So. Dann gehen wir hin. Dann nehmen wir erstmal wieder eine Dose Partex. Zack. Ja. Den kann ich bald nicht mehr brauchen. Schon ein bisschen länger hier stehen, aber für das Kleben ist er noch genug. So. Vernünftige Lage drauf. Immer so am Ende so 1-2 cm noch lassen, damit man das vernünftig festziehen kann. Und dann den letzten Rest dann quasi nochmal machen. So. Dann noch drauf kriegen. So, das brauchen wir nicht mehr. Dann lassen wir jetzt ein bisschen antrocknen. Nochmal so ein bisschen hier die Zwischenrillen nochmal mit dem Daumen nachdrücken. So, dann gehen wir mal hin. Nehmen wir uns noch der Handschuh. Ding Finish. Damit das Ganze nachher noch so ein bisschen gebrauchter aussieht. So. Erstmal wieder so ein bisschen drüber. Ich mag das nicht so, wenn das Leder noch so neu aussieht. Manche, die wollen es ja unbedingt neu haben, damit sie es selber versiffen können. Aber ich muss ehrlich sein, wenn man es schon vorher so ein bisschen dunkler machen kann, warum nicht? Und noch so ein bisschen echter Dreck, der nachher dran kommt, kann ja dann auch nicht mehr schaden. Aber so sieht es nicht mehr direkt so ganz neu aus. Und es passt dann auch besser. So. Gehen wir mal so ein bisschen drüber. So, legen wir mal hin. Wie ihr seht, das geht relativ zügig. Ist ja jetzt auch nicht so groß. Aber wie gesagt, zieht euch immer einen Handschuh an. Am besten einen mit so Beschichtung. Weil das Zeug, da habt ihr schnell eure Finger mit versaut. Und dann je nachdem, wie dunkel das haben wollt, geht da halt ein bisschen mehr oder weniger dick drüber. Je nachdem, wie es euch halt gefällt. Kann man auch in anderen Farben drüber gehen. Habe zum Beispiel auch noch das Antikfinish in Schwarz. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Werde ich bei Gelegenheit auch vielleicht mal machen. Vielleicht sieht das ja auch ganz schick aus. So. Das können wir auf Seite tun. Handschuh aus. So. So sieht das Ganze dann aus. So, dann lassen wir noch ein bisschen trocknen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ganze trocken ist. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Na? Leder ist jetzt auch soweit. Ich feiere das Herzchen immer noch. Ich hoffe, Björn, du bist mir nicht böse. Aber ich fand das jetzt irgendwie so geil. Ich hätte es ja noch ein bisschen anders machen können, da das dann auch so ist. Aber irgendwie das mit dem Herz fällt mir immer noch am besten. So, das Ganze ist jetzt soweit alles gut. Kreuz ist auch dran, zur Größe des Griffes und der Dicke passt es, liegt auch ganz gut in der Hand.
Ich denke mal, das ist jetzt ganz okay. So, dann hat das Ding nochmal ein zweites Leben gekriegt. Auftrag ausgeführt. Passt natürlich rein, war ja klar, weil die Klinge immer noch dieselbe war. So, Leute, dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch gefallen. Abos, Kommentare und auch Likes natürlich gern gesehen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.